Ich sag immer Leute, sie glauben nicht, aber ich habe früher vom Äpfel gelebt. Also für mich sind Äpfel die beste Freunde. Ich hatte immer so einen Sack für 1 € gekauft früher. Es war wirklich viele Äpfel drin und so hatte ich überlebt. Und ja. Ich bin David, 32 Jahre alt, ich komme aus Kamerun, ich bin nach Deutschland gekommen, um zu studieren. Der Abschied von der großen Familie ist trotz Vorfreude gar nicht so einfach. Am Flughafen bei uns ist immer wie ein kleines Fest. Jeder kommt, freut sich. Du gehst nach Europa, du hast schon fast gewonnen, sozusagen. Und meine Mutter, ja, sie hatte nichts. Also ich komme aus einer richtigen armen Familie, das muss man sagen. Aber sie hat mir 2 Dinge am Flughafen gegeben. Erstens die 100 Euro. Dann hat sie mir dazu noch einen Rosenkranz gegeben. Rosenkranz, ich habe die immer bis heute. Und mein Onkel hat mich abgeholt. Seine erste Frage war, okay, du kommst hier und du willst studieren. Und hast du die Mittel dafür? Ich sage, ja, natürlich, ja. Ich hab. Für mich war 100 Euro viel. Ich muss ehrlich sein. Ich dachte, okay, ich habe wirklich viel Geld. Und dann sagt er, okay, zeig mal, hast du ein gesperrtes Konto für dein Studium? Da sage ich, na, nee, sowas habe ich nicht. Ich habe nur eine Verpflichtungserklärung und so. Dann sage ich, nee, du brauchst Geld, wenn du studierst. Ja, Geld ist kein Problem, ich habe Geld. Dann nehme ich genau meine 100 Euro, wirklich so voll stolz auf die. Dann gebe ich ihm und sage, okay, das ist mein Geld, meine Mutter hat mir das gegeben. Mein Onkel hat den Umschlag aufgemacht und das Erste, was er getan hat, ist nur weinen. Er hat wirklich geweint. Und dann sagt er mir, okay, ich zeig dir was. Wir haben dann ein kleines Handy und einen Prepaid-Vertrag 60 Euro ausgegeben. Und genau in dem Moment ist mir klar geworden, wie schwer ich das haben werde. Frisches Wasser aus dem Hahn. Und das auch noch warm. Die Heizung auf Hochtouren gegen die deutschen Minusgrade. Strom und viele andere sogenannte Fixkosten. Wer in Deutschland auf eigenen Beinen stehen will, hat jeden Monat eine Menge zu bezahlen. Ich glaube, an der Zeit musste ich immer irgendwas mit Fernseher auch zahlen. Ich hatte nicht mal einen Fernseher oder einen Computer oder irgendwas. Aber es gab, ich glaube, GEZ, ja. GEZ. Das sind die deutschen Rundfunkgebühren, die jeder Haushalt zahlen muss. Mehr Infos zu diesen und anderen versteckten Kosten findet ihr unter dem Video. David hat den teuren Lebensunterhalt in Deutschland unterschätzt und schon bald Schulden. Ich kann mich sogar noch erinnern, ich hatte immer meine Mutter angerufen, geweint und ich wollte zurück. Aber sie meinte, nee, du hast schon zu viel gekämpft. Kämpf weiter, lauf nicht weg, kämpf einfach weiter. Immer wieder gibt Davids Mutter ihm Mut und Zuversicht. Dann habe ich einen Freund getroffen. Er war auch in der Deutschkurs mit mir, hat mir von der KG, also katholische Gemeinde, er hat mir von denen erzählt, dass sie helfen Leute wie mir und ob ich da vielleicht fragen könnte. Da bin ich hin. Institutionen wie kirchliche Hochschulgemeinden gibt es an fast jeder Uni. Besonders für Studierende aus dem Ausland bieten sie Lösungen für verschiedene Probleme, auch in finanzieller Not. David hat in seiner Gemeinde einen ganz besonderen Menschen getroffen. Ich sage immer, es gibt Schutzengel. Die Ulrike ist ein Schutzengel. Sie hat mir wirklich geholfen. Erstmal alle meine Schulden haben die übernommen und dann durfte ich sogar immer da einkaufen gehen. Ich durfte da Essen holen. Sie hatten eine Küche. Eine Gemeinschaftsküche und ich ging immer da, hatte immer Reis geholt, ein bisschen Essen, Öl, solche Dinge. So habe ich angefangen, überhaupt irgendwie wieder klarzukommen. Glücklicherweise hat der Kameruner Ulrike getroffen und Hilfe bekommen. Er hat es in Deutschland geschafft. David, welchen Tipp hast du für Studierende? Ich würde auch andere, die mit dem Studium kommen, sagen, sie sollten sich wirklich überlegen, ein Konto schon im Voraus zu haben. Weil nicht jeder schafft das. Ich hätte auch nicht geschafft, wenn meine Mutter mich nicht wirklich stark motiviert hätte. Und geht es für dich nach dem Master zurück nach Kamerun? Zurückkehren ist immer so klischeehaft. Das ist für mich, kann man je überall leben, wo man sich wohlfühlt. Das ist so, finde ich das. Und ich fühle mich wohl. Natürlich würde ich gerne ein paar Projekte, also weil für mich, ich würde gerne ein Projekt
Projektmacher, Businessman. Also ich mache mein Business in Kamerun, in Deutschland und so lebe ich sozusagen. Ich würde gerne viel für mein Land tun, das ist klar. Mehr von David erfahrt ihr hier. Und noch viele andere Videos mit spannenden Geschichten warten auf euch.